Hier ist mal wieder Grisha bzw. On My Way to Own You and genau. Und heute zocken wir mal Orcs Must Die Unchained. Das Game habe ich euch schon vorgestellt, aber in richtig schlechter Qualität. Das heißt, ihr konntet mich da weder verstehen noch noch hören. Also allgemein, ich habe halt damals weder Sound ordentlich eingestellt, noch habe ich vorher Tests gemacht. Es waren halt die Anfänge meines Channels, sage ich jetzt mal. Ich bin jetzt immer noch nicht so weit, dass ich mich ein Profi nennen würde, aber meine Videos sehen zumindest jetzt besser aus, vor allem was die Qualität, was die Videos, Soundqualität und so weiter betrifft. Aber das seht ihr hoffentlich selber. Wir machen mal direkt hier Play. Das Spiel habe ich selber noch nicht viel gespielt. Wir machen natürlich Multiplayer, Find Game. Da müssen wir natürlich warten, bis wir ein Game finden. Ich hoffe mal, dass jetzt genug Spieler spielen. Und ja, was kann ich euch zu dem Game erzählen? Vielleicht, oh Gott, was ist mit mir heute los, ey? Ich glaube, ich muss was trinken oder so. Sagt euch das Genre MOBA schon was. Falls nicht, dann zieht euch einfach meinen Channel rein. Ich habe genug MOBA-Games, das heißt Multiplayer Online Battle Arena-Games, zum Vorstellen. Dieser Channel, wie gesagt, handelt halt nur von MOBA Games, also MOBA Gaming. Ich habe auch noch einen zweiten Channel, Link in der Beschreibung. Auf diesem Channel werdet ihr jetzt in den nächsten Wochen, wird sich das so ein bisschen aufbauen, sag ich mal, und mal gucken, wenn ich das erste Video hochlade. Damit ihr aber immer schön up to date seid, würde ich euch empfehlen, mal meinen Twitter-Account abzuchecken. Link in der Beschreibung natürlich, wie immer. Und sonst, was kann ich euch denn großartig empfehlen, außer Let's Get Retarded, ne? So, ja, mal gucken, wie viel wir warten müssen. Was steht denn da? Co-op 0, 5-Person, 4-Person, Small Party 10, Count Queues and Waits. Ah ja. Oh, da haben wir es doch schon. Sup. So, wir wählen hier einen Champion aus. Das heißt, ich wähle mal hier Blackpaw, weil er cool aussieht. Dann machen wir Schmega Ultra Noob Deck. Ja, das Deck nehmen wir einfach mal. So, Lock Hero und dann geht's los. Can't promise to be good. Just playing. So. Ja, ich habe mal kurz meinen Teammates geschrieben, dass ich bestimmt scheiße bin, aber das macht ja nichts. Genau deswegen mache ich ja dieses Let's Play. Eigentlich nennen wir es mal lieber Let's Try, oder? Ja, eher Let's Try, weil Let's Play kann man das nicht nennen. Ich werde so heftig failen. Davon gehe ich einfach mal aus. So, ja. Wenn euch die Orcs Must Die Titel bekannt sind, dann werdet ihr euch jetzt vielleicht fragen, warum sind denn jetzt im Gegnerteam auch noch irgendwie normale Gegner, also das heißt PvP und nicht PvE. Nee. Hier ist nämlich das ist das erste Orcs Must Die, soweit ich weiß, welches auf reines PvP basiert. Das heißt, es wird ein Free-to-Play-Game, sobald es rauskommt. Ich habe glücklicherweise beim Facebook-Gewinnspiel ein Close-Beta-Key gewonnen. Gewonnen, genau. Ich spreche schon die ganze Zeit mit einem englischen Akzent, geil. Und deswegen zocke ich das Game halt an, und da ich mir gedacht habe, das erste Video ist bei mir eigentlich so scheiße, warum soll ich jetzt nicht ein ordentliches zweites Video dazu machen? Und ja, ich denke mal, ich habe erstmal genug gesagt für den Anfang. Let's fail, ne? Teammate schreibt, just going to lose once again, so no problem. Also falls ihr noch nie in Orcs Must Die gespielt habt, dann erkläre ich euch mal kurz das Prinzip von diesem Spiel. Es basiert eigentlich auf dem MOBA-Prinzip, das heißt, ihr seid halt auf einer kleinen Arena. Einen Moment, habt ihr einen Black Screen? Nein. Aber ihr habt jetzt das hier vielleicht, einen Moment. Ich muss das nämlich kurz mal changen, so hier. Und jetzt dürftet ihr gleich keinen Blackscreen mehr haben. Jo, sorry Leute, wie gesagt, ich habe noch kleine Schwierigkeiten mit den Einstellungen und sowas. Hä? Was ist denn jetzt? The fuck? So. Warum? Ah, okay, jetzt. Okay, jetzt.
Jetzt funktioniert doch alles. So, nämlich, ihr seht halt, ich habe halt diesen Champ, ich habe halt diesen Wolf mit den Klauen. Sieht halt, ja, drei Klingen, das heißt, richtiger Wolverine-Style mäßig. Wir müssen halt auf die Zeit warten. Wo steht hier die Zeit da, bis wir losrennen können? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habt ihr halt zwei Fähigkeiten, einmal die Q und einmal die E. Das sind halt meistens irgendwelche Buffs für euren Champ, das heißt einfach, oh mein Gott, hört endlich auf zu schreiben. Das sind einfach irgendwelche Buffs für eure Champions. Und sonst, was kann ich euch noch großartig erzählen? Ich habe das Spiel halt nicht, nur nicht so oft gespielt. Ihr müsst halt die gegnerischen Minions verteidigen, beziehungsweise auch dafür sorgen, indem ihr, was, no Minions, no Traps? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall müsst ihr dafür sorgen, dass die gegnerischen Minions bzw. die gegnerischen Champions, also PvP ist das ja jetzt, nicht eure Base zerstören. Also das ist sozusagen eure Base, hier dieser blaue Punkt da. Und ja, das ist halt wie League of Legends plus als Third-Person-Sicht, sagen wir es mal so. Also so ähnlich wie Smite, falls euch das Game was sagt. Oh, und das Game geht in 3 Sekunden los, was ich gerade nicht verstehe. Warum wir in unserem Inventar keine Fallen haben. Also meine Teammates haben mir das ja auch gerade geschrieben. Das verstehe ich gerade nicht ganz. Also mit Shift kann ich... Das checke ich gerade nicht. Also rechts oben seht ihr die Karte. Und sonst, hier könnt ihr halt sozusagen Minions spawnen. Das heißt, wenn ihr hier auf... Oh, 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 oh. Oh, ich bin tot. The fuck? Ja, so schnell geht's, ne? Ich hätte vielleicht auch einen Range nehmen sollen. Das war vielleicht nicht so clever. Where are you from? Oh, okay. Stop typing. And play. Ich check den Sinn. Okay, die erste Wave ist halt in 5 Sekunden. Wie gesagt, was ich gerade nicht verstehe... Der Breaking Through, das hört sich nicht gut an. Idiots. So, das ist halt der erste Minion. Hier kommen halt die Minions raus. Wir müssen halt Ressourcen sammeln, indem wir halt Last Hits holen. Und hier sind halt solche Fallen. Das heißt, den Fallen müssen wir sozusagen ausweichen. Warum kann ich keine Fallen stellen? Das verstehe ich nicht. Vielleicht, weil ich dieses Noob-Deck ausgewählt habe, hatte ich da keine Fallen drin oder was? Das checke ich gerade überhaupt nicht. Sind das unsere Fallen? Ja, das sind unsere Fallen. So, das sind sozusagen der Defender, das ist wie so ein, ja, beweglicher Tower, sage ich mal. Den sollte man nur mit Minions machen, weil er halt wirklich ziemlich stark ist. Ich versuche mal auf eine andere Lane zu gehen. Nämlich, die, auf der Lane sind ja zwei Leute sozusagen. Das heißt, ich gehe mal hier einfach hin. Mal gucken, was hier so abgeht. So, wir dürfen nicht vergessen, hier die Tore zu schließen, damit die Gegner hier natürlich nicht durchkommen. Und sonst, ja, können wir ein bisschen hier sneaky Gameplay betreiben. Okay, nee, das war's nicht. Ah, da ist ja einer. Du Heftlon. Wow, die sind hier zu zweit. Warum sind die zu zweit? Was ist das für eine Scheiße? Ah, das ist ja mega uncool. Das ist ja voll uncool. Was zum Teufel? Was machen eigentlich meine Teammates? Der eine ist hier, der andere... Warum sind die auf der Base zu dritt? Was ist das für eine Logik? Ich check's nicht. Ich bin verwirrt einfach. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in meinem Deck, was ich selber zusammengestellt habe vor einer Weile, dass ich damals da was reingepackt habe. So, jetzt scheiß drauf, jetzt spawn ich erstmal. Ich upgrade das jetzt einfach und das war's. Tut mir leid, Leute, falls ich das Spiel jetzt nur nicht so gut erklären kann, aber ja, wie gesagt, das Problem ist, ich check's gerade selber nicht, warum ich hier keine Fallen und so drin habe. Weil eigentlich müsste ich halt Fallen drin haben. Was ma. Wo ist eigentlich mein Scheiß-Team? Ohne Mist. Oh, hier ist es doch einfach nur Kacke, ein Melee zu spielen, ohne Mist.
Ey, ich sterbe hier die ganze Zeit, weil meine Teammates irgendwo rumrennen.